Ihr wisst, was abgeht, Leute. Geil. Ja, ich muss auch ein zweites Video aufnehmen. Weil ich heute ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Einfach mal Wochentage reinrufen, so. Das wird mir sonst zu stressig. Dann nehme ich schon mal zwei Videos heute auf. Ja, heute geht es mal um das Thema, jetzt läuft mein Kanal auf einmal wieder gut. Im Endeffekt ist dieses Video einfach mal so, ja, so ein paar Gedanken, die ich quasi einfach mal so raushauen wollte. Denn, ja, ich habe ja vor, keine Ahnung, einem Monat oder so, glaube ich, ein Video gemacht gehabt, wo ich gesagt habe, jo, also mein Kanal, der ist momentan einfach komplett down. So, ich meine, ich habe irgendwie drei oder vier Videos darüber gemacht, habe mich halt so mega auch darüber abgefuckt, dass es halt nicht mehr läuft. Und ja, wenn man jetzt auf Social Blade guckt, dann sieht man, dass ich halt, ja, also die letzten Tage knapp 500 gemacht habe, aber auch, ja, seit dem 19. habe ich nicht mehr unter 150 Abonnenten bekommen oder 186 sogar, und im Durchschnitt sind das da, glaube ich, auch locker so 300 oder so. Und ja, jetzt gerade läuft mein Kanal auf einmal wieder relativ gut. Man muss sogar sagen, die Videos bekommen relativ viele Klicks, sogar diejenigen, die werbeunfreundlich sind. Ja, also zum Beispiel grundlos, kein Plan, das Jolli-Ding, ja, ist werbeunfreundlich, hat aber trotzdem 235.000 Klicks bekommen, dieses Cake News. Vom Sonntag, so, das ist ganz in Ordnung, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und ja, ich wollte einfach mal so ein Video quasi darüber machen, ob vielleicht auch ich oder auch andere YouTuber, sag ich mal, immer so ein bisschen overacten, wenn der Kanal halt einfach nicht mehr läuft. Und ich muss sagen, dass ich auch an sich, kann ich euch direkt die Antwort geben. Ich würde schon sagen, dass es halt viele YouTuber gibt, und ich würde mich auf jeden Fall auch dazu zählen, die halt relativ schnell vielleicht auch so ein bisschen overacten, wenn der Kanal halt mal nicht mehr so läuft. Man muss ja sagen, dieses YouTube-Ding ist ja nochmal so ein ganz eigenes Ding zur Selbstständigkeit. So, ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel einen Supermarkt hast oder so, dann hast du halt Leute in deiner Umgebung, und die gehen dann normalerweise auch hin. Wenn es jetzt halt mal eine Woche oder zwei nicht schlechter läuft, dann liegt das nicht daran, dass irgendein Algorithmus, wo du überhaupt gar keine Kontrolle drauf hast, nicht mehr läuft, sondern vielleicht die Leute haben kein Geld, irgendwo anders gibt es vielleicht auch mal bessere Angebote in der Woche. Du kannst aber normalerweise davon ausgehen, dass halt die Leute dann noch wieder da einkaufen gehen, ne? Vielleicht, wie gesagt, kein Geld, Angebote oder müssen einfach nichts kaufen, ne? Kann ja alles Mögliche sein. Und bei YouTube ist halt das Problem, dass du wirklich richtig heftig natürlich von YouTube abhängig bist. So. Nicht mal nur bei der Werbeunfreundlichkeit, die halt einfach nur verbuggt ist, ne? Sondern natürlich auch vom Algorithmus. Und man muss natürlich zugeben, der Algorithmus hat schon einige Leute gefickt. Ja, jetzt nicht mal nur mich, sondern auch zum Beispiel Kelly hat ja damals ein Video gemacht. Ich nehme gerade auf, geh bitte raus. Und ja, jetzt muss ich kurz wieder reinfinden. Genau, Kelly ja auch, wo ich natürlich sagen muss, okay, sie hat natürlich einfach nur keine Vorschläge mehr gehabt, wo man sagen muss, naja, wenn der ganze YouTube-Fame daraus resultiert, dass nur deine Videos vorgeschlagen werden, dann ist es halt auch einfach Kacke. Aber bei mir war es ja auch wirklich so, dass halt teilweise nicht mal mehr die Abonnenten benachrichtigt worden sind. Bei mir ist das Ding, an sich rege ich mich halt auch gar nicht mal so schnell auf, ne? Mein Kanal läuft ja seit längerer Zeit mäßig, sagen wir mal. Ne? Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich die 700.000 Abonnenten geknackt habe. Das könnte sogar schon fast ein Jahr her sein, um ehrlich zu sein. Dann war ich auch sehr lange bei den 750.000, hing ich fest, 770.000, so. Also es geht momentan, jetzt geht es gerade wieder, ne? Aber vorher hat das teilweise stagniert. Da habe ich vielleicht so 3.000 im Monat gemacht. Und das ist für einen YouTuber in meiner Größe natürlich auch wenig, so muss man einfach mal sagen. Ne? Gerade wenn man sich so andere YouTuber anguckt in meiner Größe, die kriegen dann am Tag vielleicht 700 oder 800, so, ne? Und ich krieg 100. Das an sich finde ich halt sogar noch komplett in Ordnung, weil, ja, also ich sag mal, jeder Content hat irgendwann einfach so, ja, seine Zielgruppe erreicht. Das muss man einfach mal sagen. Ich glaube nicht, dass zum Beispiel auch eine Bibi für immer steigt, so, sondern irgendwann hat man sich entweder an ihr satt gesehen, oder sie hat halt alle Leute, die das feiern, oder so gut wie alle, die das feiern, halt auch erreicht. Und bei mir, dieser Content, meines Blogs und so weiter, hat vielleicht auch einfach nur eine Reichweite von vielleicht 800.000 Menschen. So mehr gibt es vielleicht auch gar nicht, die mich feiern. So, das ist auch dann natürlich komplett in Ordnung. Aber die Leute bleiben halt dran und gucken meine Videos natürlich weiter. Normalerweise würde das dann so laufen: Die Älteren gehen wahrscheinlich irgendwann weg, aber die Jüngeren kommen halt dann wieder, ne? Und dann schiebt sich das quasi immer so weiter nach hinten. Die Alten raus, die Neuen rein, wie es im Leben so ist. Und ja, bei mir ist das Ganze halt jetzt natürlich so gewesen, dass ich mich ja erstmal über den Fakt nicht so wirklich aufgeregt habe, sondern ich habe so gesagt, ey, ich mache trotzdem meine 7 Millionen Klicks im Monat oder 8. Das ist komplett in Ordnung, da müssen wir uns nicht drüber streiten, so, ne? Also ich verdiene ja trotzdem noch in Ordnung, die Klicks laufen stabil, das ist gut. Jetzt war natürlich das Ding, dass der Kanal ja quasi eingebrochen ist, also wirklich eingebrochen ist, ja. Also ich kann mal nachgucken, also zum Beispiel dieses eine Facebook-Fails, das letzte, was hochgeladen worden ist, das hatte irgendwie nach einem Tag 80.000 Aufrufe oder so. Und normalerweise haben die 160.000, und auch jetzt, das ist 4 Wochen her, 120.000 oder 125.000, also gar nichts eigentlich. Ja, das hätte ich mir so gesehen halt auch sparen können quasi. Und auch andere Videos, wie zum Beispiel Fridays for Future, ist auch nicht gut angekommen damals, das hatte nach einem Tag auch irgendwie 80.000. Also generell sehr viele Videos, die zu der Zeit hochgeladen worden sind, ja, kamen einfach nicht so wirklich gut an, muss man sagen.
und beziehungsweise von den Klicks her. Und natürlich macht man sich da natürlich Gedanken, weil mir auch in der Zeit viele gesagt haben, dass sie halt gar keine Benachrichtigung bekommen. So, es ist ja auch ein Unterschied, also wenn du wirklich knapp die Hälfte der Aufrufe machst, die du halt sonst machst, dann liegt es, habe ich ja auch schon genug gesagt, aber nur ganz kurz, dann liegt es halt nicht daran, dass auf einmal deine Videos uninteressant geworden sind, sondern offensichtlich bekommen die Leute nicht die Benachrichtigung. Ja, wenn jetzt so mal 5 oder 10% weniger das Video gucken, kann man sagen, okay, die haben sich nicht dafür interessiert, aber die Hälfte, auch bei YouTube-Themen, ja, was mich ja schon ein bisschen ausmacht in letzter Zeit, kannst du mir nicht erzählen. So, das ist schon sehr, sehr lächerlich. Und ich muss halt sagen, dass man natürlich genau dann halt so ein bisschen Angst hat, dass der Algorithmus einen wirklich, dadurch, dass er einen schon fickt, quasi immer weiter fickt. Ja, das ist so wie der Klimawandel, den wir irgendwann nicht mehr stoppen können. So, ja, jetzt kriegen die Videos nur die Hälfte der Klicks. So, der YouTube-Algorithmus sieht jetzt, okay, die Videos kommen schlechter an als sonst. Das heißt, sie werden noch schlechter gerankt. Das heißt, die nächsten Videos kommen noch schlechter an. Noch schlechter, noch schlechter, noch schlechter, noch schlechter. Und irgendwann habe ich gar keine Klicks mehr quasi. Ja, oder irgendwann sehen das halt dann noch die ganz treuen Abonnenten, die vielleicht noch die Glocke anhaben oder so. Aber das war's. Und ja, aus dem Grund ist es bei mir zum Beispiel halt auch so gewesen, dass ich mich, also dass man sich da natürlich halt schon Gedanken gemacht. Ich sag mal, ich bin natürlich mit YouTube jetzt auch wirklich einen sehr risikoreichen Weg gegangen. Ich meine, ich habe nichts anderes so. Ja, ich meine, ich würde mich halt natürlich wieder auf eine Ausbildung oder sowas bewerben und nebenbei halt versuchen, YouTube wieder hochzuziehen. Aber im Endeffekt muss man natürlich sagen, wenn jetzt mein YouTube-Kanal gesperrt ist, habe ich nichts so. Ich kann mich nirgendwo bewerben, wo ich halt eine Ausbildung habe, dass ich dann irgendwie einen richtigen Beruf nachgehe, sondern ich sitze hier halt quasi einfach dann auf dem Trockenen so. Ist natürlich sehr risikoreich, muss man natürlich sagen. Ich mag das Risiko so, ich habe mir das ja auch selber ausgesucht, aber trotzdem macht man sich dann natürlich Gedanken, wenn es halt überhaupt nicht mehr läuft. Da habe ich ja auch im Video gesagt, ne? Weil natürlich, ich sag mal, bei mir ist es immer bisher so, ich meine, das können mir andere YouTuber gerne auch mal reinschreiben so, wenn ich zum Beispiel ein Video an einem Freitag hochlade und das kommt halt überhaupt nicht an, dann habe ich da immer ein richtig schlechtes Gefühl die nächsten Tage, weil bis auf die Cake News, die kam ja damals nicht, kam am Samstag kam kein Video, das ist ja noch normal, ne? Aber der ist dann quasi... ja, weg, so von Abonnenten und Klickzahlmäßig, weil das Video am Freitag, also das Video, was am Tag davor hochgeladen wurde, wird dann halt nicht vorgeschlagen, wenn es ja kacke ankommt. So. Das heißt, Samstag geht schon mal nichts, weil es wird nicht vorgeschlagen. Sonntag geht dann auch noch weniger, ne, weil es wurde ja nicht mal Samstag vorgeschlagen, das heißt, Sonntag wird es noch weniger vorgeschlagen. Und dann kommt erst Montagabend wieder ein Video. So, das heißt, das ganze Wochenende, da brauche ich gar nicht auf die Zahlen gucken, da weiß ich schon, okay, das Wochenende ist kaputt, so quasi von den Zahlen her. Und ich meine, ich bin jetzt auch keiner, der da so richtig krass drauf achtet, also das sollt ihr auch nicht falsch verstehen. Ja, ich sitze jetzt hier nicht vor meinem Rechner und gucke jede Sekunde, wie mein Video ankommt. Ne, ich gucke so vielleicht einmal in der Stunde oder einmal in einer halben Stunde, kommt auch immer auf das Format an, so, ne. Weil ich momentan ein bisschen öfter gucke, weil ich halt schauen möchte, okay, kommen die Videos jetzt gut an oder halt nicht, ne, werden die wieder weggerankt, sag ich mal. Aber momentan geht's halt wieder. Aber trotzdem macht man sich da natürlich so Gedanken, ne? Weil man halt diesen risikoreichen Weg geht und es ist natürlich immer ein schlechtes Gewissen, wenn jetzt auch mal 2 oder 3 Videos am Stück nicht so gut ankommen, da macht man sich natürlich trotzdem schon Gedanken, ne? Weil normalerweise lebt man ja auch davon, dass die Klicks mal mindestens stabil bleiben oder im besten Fall natürlich vielleicht langsam steigen, weil du auch deine Reichweite steigerst so. Und normalerweise soll es ja nach oben gehen, ne? Wenn es immer weiter nach unten geht, dann machst du dir schon irgendwann Gedanken und denkst dir nur so, Bruder, hat das noch eine Zukunft? Und ich glaube, dass ich da auch einer bin, der da schon so ein bisschen noch overacted so, weil ich schon sehr krass Angst davor habe, dass YouTube dann halt irgendwann nicht mehr läuft, sag ich mal. Das wäre schon mies jetzt. Also ich sollte mir zumindest nebenbei was anderes aufbauen, dann ist es egal, ja, weil solange muss es halt noch laufen. Und ich würde schon sagen, dass man da halt auch relativ schnell mal so ein bisschen overacted. Ich würde jetzt nicht mal unbedingt sagen, dass die Videos unbedingt too much waren tatsächlich, denn das Problem war ja, dass man offensichtlich gesehen hat, dass der Algorithmus halt rumgespinnt hat. Man kennt halt einfach nur den Grund nicht. Also ich persönlich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt da wirklich jemand bei YouTube sitzt und sagt, KuchenTV, den gönne ich einfach nicht mehr. Wobei das mit den Trends zum Beispiel schon komisch ist so. Weil das Ding ist ja, nehmen wir mal an, einer macht das, ja, oder eine ganze Zentrale macht das. Ich meine, wenn sowas nach außen kommt, ich glaube schon, dass das ein ziemlich heftiger Shitstorm für YouTube wäre, wenn man sieht, dass die wirklich absichtlich einige YouTuber rausfiltern. Ich meine, KuchenTV, ich bin nicht der beliebteste, ich glaube, bei mir würde man sich noch freuen, aber wenn die das bei anderen YouTubern auch machen, so, das würde einfach ein schlechtes Licht auf YouTube werfen, so. Es ist nun mal Fakt, ne, weil es heißt ja, broadcast yourself und zieh dein Ding durch und dann ziehst du dein Ding durch, dann sagt YouTube so, nee, es gefällt uns nicht, raus hier. Kann ich mir an sich nicht mal unbedingt vorstellen, muss ich sagen. Aber gerade was zum Beispiel diese Entmonetarisierung angeht, das ist ja ein System von denen, ist zum Beispiel kacke, weil entmonetarisierte Videos, zumindest war das in dem Zeitraum so, kann auch sein, dass sie es wieder zurückgemacht haben, ich meine, die ändern ja täglich irgendwas, die haben zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Reichweite bekommen. Und das ist natürlich doppelt nervig, wenn das Videos betrifft, die offensichtlich werbefreundlich sind. Also zum Beispiel sind meine letzten 2 Cake News Folgen sind beide werbeunfreundlich. Ich meine, ich sitze da und erzähle halt, da benutze ich keine Schimpfwörter oder sonst irgendwas und trotzdem sind die werbeunfreundlich, wo ich mir dann selber so denke, warum? Es gibt halt keinen Grund dazu. Und diese Videos, die zu Unrecht geclaimt werden, bekommen dann weniger Aufmerksamkeit. Ich meine, das ist einfach doppelt unfair, ja.
Und gerade bei mir ist es so, dass ich von dieser Entmonetarisierung wirklich stark betroffen bin. So, also momentan geht es sogar wieder, aber ich würde sagen, so 50% der Videos sind nach dem Upload werbeunfreundlich. Zum Beispiel kann ich euch schon mal das sagen, das kommt morgen das Video wahrscheinlich. Da habe ich so ein bisschen Stress gehabt wegen schwarzen Humor. Da hat ABK irgendwie ein Video zugemacht, dann habe ich ein paar Deppen angeschrieben und die nehme ich halt auseinander. Und das Video habe ich jetzt 4-mal neu hochgeladen und ist immer wieder als werbeunfreundlich gekennzeichnet und auch nach der Überprüfung. Obwohl es keinen Grund dafür gibt. Ich diskutiere einfach quasi nur mit Leuten so. Ja, also ich meine, das ist halt ein normales Guten Talk, das ist jetzt kein Interview, ne? Aber trotzdem rede ich da ganz normal. Ich benutze keine Schimpfwörter oder sonst irgendwas und trotzdem kommst du da nicht durch. So, ich weiß jetzt schon, dass das Video morgen keine Reichweite bekommen wird. Oder sehr wenig auf jeden Fall. Ja, geil, auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall Laune so, ne? Und sowas ist natürlich halt, also sowas triggert einen natürlich schon, ne? Wenn man quasi so weiß, okay, das wird nichts und du musst es einfach trotzdem machen, so, ne? Weil ich habe kein anderes Video. Und wie, das habe ich ungelogen vor einem Monat fertiggestellt oder so, ne? Und es kommt jetzt erst. Na, weil es halt durchgehend werbeunfreundlich war. Naja, das ist halt schon mal so das Ding. Und ich sag mal, jetzt momentan läuft mein Kanal natürlich halt wieder besser. Das heißt, jetzt bin ich natürlich auch besser gelaunt. Deswegen mache ich auch quasi dieses Video. Ist natürlich auch wieder die Frage, läuft das halt jetzt weiter so? Na, also im Endeffekt muss man sogar ganz, also Real Talk-mäßig sagen, eigentlich die Videos kamen so okay an, ne, in letzter Zeit. Der Grund, warum das dann auf einmal so abging, war sogar das Video, jetzt muss ich mal kurz gucken. Also auf jeden Fall dieses, also dieses Concrafter-Video ging halt mega ab, das ist schon mal das erste. Dieses Kollega vs. Cine, Cake News ging auch ganz gut. Und dann dieses Leon Mascher-Video, ne? Das hat auch einfach 300.000 Aufrufe. Heftig, hätte ich gar nicht gedacht, um ehrlich zu sein. So, dass es halt ja doch relativ gut Klicks zieht auf jeden Fall. Ich fand es einfach selber nur interessant, das mal zu machen. Ja, und seitdem geht es eigentlich wieder so. Ne? Ich meine, die Videos haben, gut, da sind auch nur zwei gekommen, aber beide über 200.000 Klicks, das ist eigentlich schon mal ganz gut. Ja, ich habe einfach das Gefühl, dass vielleicht echt der Algorithmus auch in der Zeit so ein bisschen rumgespinnt hat oder so. Tanzverbot hat sogar auch recht, bei dem läuft auch nicht mehr so wirklich. Wobei ich halt sagen muss, keine Ahnung. Also ich meine, bei mir ist es ja so, ich sage ja meine Meinung zu aktuellen Themen, das interessiert immer Leute. Und er macht halt Videos wie Unfall auf der Autobahn, wo der halt im Stau steht, in der Rettungsgasse und halt ein 8-Minuten-Video macht. So, warum soll ich mir das angucken? Ja, verstehe ich nicht, verstehe ich wirklich nicht. Also nicht mal die Tanzkiddies verstehe ich da nicht, dass sie sich sowas geben. Na, ich denke, das muss man noch immer ein bisschen anders behandeln. Kann vielleicht auch einfach sein, dass der YouTube-Algorithmus einfach ein bisschen rumgespinnt hat, dass halt ein paar Kanäle rausgefiltert worden. Im Endeffekt war ich es. Ne? Weil jetzt zum Beispiel läuft es gerade auch besser als die letzten Monate eigentlich fast schon, obwohl ich nur so um die 300 bis 500 mache. Aber es ist gut. Beschwer mich nicht. Dann kriege ich noch die 800.000 nächsten Monat. Das wäre natürlich, das wäre nice. Das sind noch 8.000, also helft mir auf jeden Fall. Ja, was soll ich großartig dazu sagen? Also das sind auf jeden Fall so meine Gedanken. Ne? Wenn der Kanal dann wieder besser läuft, dann kann man sich natürlich auch wieder drüber freuen. Ich sag mal auch in der Zeit ist immer doof, wenn so Sachen passieren, die halt dann auch nicht laufen. Ne? Zum Beispiel habe ich ja von Twizzy Delfin hochgeladen. Und das hatte nach einer Stunde, nee, eineinhalb Stunden oder, ja doch eineinhalb, ungefähr 15.000 Aufrufe. Die Videos, die ich jetzt hochlade, haben 40.000 so, ne? Also da muss ich auch sagen, ihr müsst den Track ja nicht gut finden, aber sowas demotiviert einen halt auch, wenn man sieht, dass die Zuschauerschaft einfach sich null auf neue Sachen einlässt. So, ich finde, das ist eigentlich fast noch demotivierender, als wenn normale Videos keine Klicks bekommen, weil, naja, du, ihr müsst es halt nicht feiern, so, ihr müsst auch Twizzy nicht gut finden, aber man kann sich doch wenigstens das mal angucken. Und selbst wenn es 800.000 Dislikes hat, das ist egal, ja, aber es müssen, also die Leute müssen doch so an sich sagen, jo, ich guck mal rein, was der Kuchen da hochgeladen hat, so, und keiner interessiert sich dafür. Das ist halt so nervig, das sind so Dinge, die verstehe ich nicht, ja. Und ich meine, das Lustige, was ich auch einfach mal kurz sagen muss, auch in der Zeit, wo es halt nicht lief, habe ich jetzt zum Beispiel dieses Fridays for Future Video gemacht. Mir haben richtig viele Leute gesagt, jo, mach doch mal Themen außerhalb von YouTube so, und da hat es halt gerade gepasst, so, ne. Und da mache ich das halt, und das bekommt richtig wenig Klicks. Da denke ich mir auch so, ihr wollt Themen außerhalb von YouTube haben, das sind immer die Kommentare, wenn ich frage, dann mache ich das und dann guckt's keiner so. Also, hä? Das passt irgendwie nicht so ganz zusammen, muss ich sagen. Naja, wie dem auch sei, also, ja, was man halt zusammenfassend sagen kann, ich denke schon, dass man halt so ein bisschen overactet, wenn der Kanal halt mal ein, zwei Wochen nicht läuft, weil, wie gesagt, du bist halt von YouTube-Algorithmus halt einfach abhängig, der kann dich von heute auf morgen komplett ficken oder halt langsam und wenn du es halt siehst, klar, da macht man sich natürlich auch Gedanken, wie es halt weitergehen soll. Jetzt gerade läuft mein Kanal tatsächlich wieder besser. Also ich bin gerade noch mal so nicht ein abgestürzter YouTuber. Ja, die Klicks, ich habe gerade immer noch nur 6 Millionen, aber es ist auch erst eine Woche her. Also mal gucken, ja, ob ich mich jetzt auf diesem Niveau halte oder ob es vielleicht dann wieder runtergeht oder so, dass jetzt vielleicht ein Video einfach ganz gut angezeigt wird, zum Beispiel das Leon Mascher-Ding. Muss man mal schauen. Ich würde auf jeden Fall ja dann sagen, danke fürs Zusehen und ja, wir sehen uns im nächsten Video, meine Freunde. Okay, thanks, bye.